Jeder von uns steht nach der Schule vor der schwierigen Frage, was kommt jetzt? Egal, ob du Abitur gemacht hast oder einen Realschulabschluss, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die wir dir im letzten Video Abi was jetzt gezeigt haben. Heute werfen wir einen Blick auf die Ausbildung und die damit verbundene Ausbildungsplatzsuche. Unterstützung haben wir bei diesem Video durch Ausbildungsheld erhalten, mehr dazu aber später. In dem Sinne, viel Spaß und los geht's! Nach vielen Jahren Schule haben die meisten von uns erst einmal die Nase voll vom Sitzen in einer Klasse und dem damit verbundenen Lernen. Auch wenn viel Lernen natürlich zum Leben gehört, ist eine Ausbildung eine tolle Mischung und ein guter Start in dein zukünftiges Berufsleben. Nach deinem Schulabschluss hast du neben der Ausbildung die Möglichkeit zu studieren oder die Mischung aus Ausbildung und Studium, nämlich das duale Studium, zu wählen. Bei einer Ausbildung stehen dir alle Türen offen. Du hast die Qual der Wahl zwischen dem kaufmännischen und dem gewerblich-technischen Bereich. Und wenn du dich für einen Bereich entschieden hast, dann kannst du zwischen vielen verschiedenen Branchen wählen. Zum Beispiel Banken und Versicherungen, Immobilien, Holztechnik, Gesundheit, Handel, IT, Elektrotechnik oder Hotel. Das sind nur einige, die wir hier nennen, aber es gibt natürlich noch viele mehr. Idealerweise findest du auch einen regionalen Arbeitgeber bei dir vor Ort. Aber auch überregionale Unternehmen können ihren Reiz haben. Neben den klassischen Ausbildungsberufen, die es schon zur Zeit deiner Eltern gegeben hat, haben sich in den letzten Jahren viele neue, interessante und zukunftsorientierte Berufsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Branchen aufgetan. Zum Beispiel im handwerklichen oder auch im gesundheitlichen Bereich. Wichtig für dich ist auch der Zeitrahmen deiner Ausbildung. Die Ausbildungen starten in der Regel im August oder September. Daher solltest du dich ein Jahr vorher bewerben, insbesondere bei größeren Unternehmen. Bei kleinen und mittelständischen Betrieben kannst du dich auch noch etwas später bewerben, denk aber daran, auch diese Unternehmen müssen planen. Deine Ausbildung startet dann im Sommer und dauert meist 2 bis 3,5 Jahre. Das ist immer abhängig von deinem Schulabschluss, der gewählten Branche und auch vom Bundesland. Ein Teil deiner Ausbildungszeit verbringst du in der Berufsschule, wo du die Theorie lernst. Die andere Zeit bist du im Betrieb, wirst dort in unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen eingesetzt und erhältst dadurch Praxiswissen. Und zum Ende der Ausbildung gibt es dann eine Abschlussprüfung. Dabei hast du meistens einen schriftlichen und auch einen mündlichen bzw. praktischen Teil. Bestehst du die Prüfung, hast du einen offiziellen Berufsabschluss. Mittlerweile gibt es im Internet unendlich viele Seiten mit Ausbildungswissen für dich, aber wie überall mal besser, mal schlechter. Eine Top-Adresse ist auf jeden Fall die Webseite von ausbildungsheld.de, die dieses Video unterstützt haben. Auf ausbildungsheld.de findest du gezielt und übersichtlich die Infos, die du brauchst. Toll dabei ist, dass diese immer up-to-date sind. Starten wir zum Beispiel bei deiner Bewerbung, denn die brauchst du natürlich zwingend. Auf der Webseite findest du Tipps und Unterstützung zum Anschreiben, dem Lebenslauf und dem perfekten Bewerbungsfoto. Die Seiten sind mit vielen nützlichen Tipps und Anregungen gespickt und das Beste, alles ist komplett kostenlos und anmeldefrei abrufbar. Daneben kannst du dein eigenes Bewerbungsprofil anlegen, als elektronische Bewerbungsmappe sozusagen, um dich so von Unternehmen als Azubi finden zu lassen oder um diese Mappe gleich elektronisch zu verschicken. Und wenn du jetzt merkst, dass du eigentlich schon viel zu spät dran bist, um dich für dieses Jahr zu bewerben, mach nichts, denn auf ausbildungsheld.de findest du immer aktuelle Ausschreibungen für Lehrstellen, also quasi Restplätze für deine Last-Minute-Bewerbung. Auch kannst du checken, welche regionalen Ausbilder es bei dir in der Gegend gibt und wo in deiner Region noch Ausbildungsplätze frei sind. Ein kleiner Hinweis am Rande, das Abitur ist natürlich nicht für alle Ausbildungswege Voraussetzung. Und damit kommen wir zum nächsten wichtigen Tipp. Bevor du mit dem Bewerbungsmarathon loslegst, ist es am besten, dass du das kostenlose Angebot für einen Persönlichkeits-Selbsteinschätzungsbogen wahrnimmst, dann werden dir nämlich deine Stärken und Schwächen besser bewusst und du merkst, was du eigentlich kannst und willst und in welchen beruflichen Situationen du vielleicht gut klarkommst. Diesen Selbsteinschätzungsbogen findest du genauso einfach auf ausbildungsheld.de unter der Kategorie Bewerbungsprofil. Nach deiner Ausbildung stehen dir viele Türen offen. Wenn du erkannt hast, was du wirklich gut kannst, so bleibt dir nach Ausbildungsabschluss immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Studium anzuschließen. Dann hast du nämlich gleich 2 Abschlüsse. Merk dir also, nichts ist unmöglich, wenn du die tollen Möglichkeiten des Internets perfekt nutzt und dich intensiv mit den Themen beschäftigst.
ergreife deine Chance und nutze sie. Hast du eigentlich schon einen Plan, was du nach der Schule machen möchtest? Schreib uns das unbedingt in die Kommentare und wenn du Fragen hast, schreib das ebenfalls in die Kommentare. Dir haben die Tipps geholfen? Dann zeig es uns mit einem Like und einem Kanalabo. Hier gibt es weitere Tipps. Bis bald, mach's gut und ciao.